Vielleicht bist du nach der Arbeit völlig austrocknet. Kommst heim und denkst, jetzt mag ich nicht mehr. Zur Zeit von Kolumbus ist ein Schiff unterwegs nach Südamerika. Unterwegs ist das Wasser ausgegangen. Und sie sind fast verzweifelt, weil sie denken, wir verdursten jetzt. Dann ist ihnen ein Schiff entgegengekommen und sie gefragt, habt ihr für uns Wasser? Einen Kessel gezeigt. Dann haben sie gesagt, nur der Kessel runterlassen ins Wasser, da ist frisches Wasser. Dann haben sie gesagt, nein, mit im Meer, das ist nur Salzwasser. Dann haben sie noch einmal gefragt, dann haben sie gesagt, der Kessel runterlassen, das ist Wasser. Und das andere Schiff ist weitergefahren und sie denkt, oh, jetzt verdursten wir, was machen wir? Dann hat einer der Matrosen gesagt, komm, probier doch einmal. Dann haben sie den Kessel runtergelassen, ins Wasser, und haben es probiert. Und ich festgestellt, es ist frisches Wasser. Ganz frisches Wasser, trinkbar. Als sie dann am Land ankamen, haben sie die Einheimischen gefragt, warum haben wir da so weit aussen im Meer frisches Wasser gehabt? Die Einheimischen haben gesagt, das ist wegen dem grossen Amazonasfluss. Das ist so eine Masse an Wasser, das geht bis 200 Kilometer ins Meer raus und ist glasklares frisches Wasser. Schau, vielleicht bist du nach der Arbeit völlig austrocknet. Kommst heim und denkst, jetzt mag ich nicht mehr. Sitzt in der PC, willst du noch irgendetwas reinziehen, das dir Lust befriedigt. Oder den Fernseher anlassen. Vielleicht bist du als Hausfrau völlig austrocknet und denkst, hey, ich muss mir das sonst irgendwie befriedigen. Mit Essen, mit Sachen trinken und so. Aber weißt du was? Jesus hat für dich echtes Lebenswasser parat. Nimm es bei ihm. Weil das füllt dich. In Offenbarung 22,17 heisst es, wenn da dürstet, der komme. Wer eine Sehnsucht hat nach Gott, der soll das frische Wasser von ihm nehmen. Und weißt du, wenn du in dieser Zeit nachher Jesus suchst, seine Gegenwart, Worship machst, aus dem Wort von diesem frischen Wasser nimmst, dann bist du aufgebaut und denkst, wow, mit in meiner Situation, wo es noch so durch ist, ist ein Kessel frisches Wasser. Und weißt du, seine Gegenwart gibt dir mehr als alles andere in dieser Welt. Bis gesagt, mit frischem Wasser, gerade jetzt in deiner Situation.